Doch wo bleibt uns im System der Demokraten eine andere Wahl? Mit der Garantie auf Perspektiven fernab der Heimat, mit einer ungleich höheren Entlohnung für das gleiche Maß an Arbeit und einem künstlich geschaffenen Unterschied an Lebensqualität sind viele junge Deutsche heute gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, ihre natürliche Verbundenheit zu ihr zu verdrängen und zu verleugnen. Jugendliche können ihr Glück und ihre Träume oft nur noch im Westen der Republik oder gar im Ausland verwirklichen. Die Hoffnung auf ein besseres Leben lässt viele in ferne Gebiete abwandern. Und doch stellt sich die Frage, ob ein Leben in mehr Wohlstand, der auf Kosten kommender Generationen erworben wird, die dauerhafte Lösung sein kann. Sieht man sich im Osten der Republik um, wird schnell deutlich, dass die blühenden Landschaften, die einst versprochen wurden, nirgends zu finden sind. Sie waren erlogen, genau wie die Zukunft für unser Volk in diesem System. Ganze Landstriche sind inzwischen entvölkert. Wir sind umgeben von leeren Betonschluchten. Immer mehr Schulen müssen aufgrund der demografischen Entwicklung schließen. Leerstehende Fabrikgebäude und immer mehr Spielplätze, die im Laufe der Zeit nutzlos geworden sind, prägen das Bild unserer Heimat. Tausende leben unter der Armutsgrenze. Die Geburtenrate sinkt kontinuierlich. Jugendliche, denen die Ferne Chancen bietet, verlassen ihre Heimat und zurück bleibt eine Masse resignierender Alter und Arbeitsloser. Der Umbau von Schulen und Kindergärten zu Altersheimen ist der Weg der Demokraten, sich auf die demografische Entwicklung einzustellen. Wir aber wollen das Übel an der Wurzel packen und nicht nur Folgeerscheinungen der von den Demokraten erzeugten Probleme beseitigen. Nicht die Symptome wollen wir lindern, sondern die Krankheit bekämpfen. Schlicht in der Heimat zu bleiben und den Verlockungen der Ferne zu widerstehen, ist jedoch nicht die einfache Lösung, den drohenden Volkstod entgegenzuwirken. Das Bekenntnis zur Heimat und zu seinen Wurzeln muss gleichsam das Bekenntnis gegen diejenigen sein, die unser Volk in diese Lage gebracht haben. Der Widerstand gegen die Herrschenden ist zu einer existenziellen Notwendigkeit für den Erhalt der Einzigartigkeit unseres Volkes geworden und der einzige Weg, den Untergang abzuwenden. Kämpfen wir für einen Umbruch in unserer politischen Landschaft. Kämpfen wir für ein Land, in dem das Wir über das Ich triumphiert. Kämpfen wir für eine deutsche Volksgemeinschaft, die ihre Identität nicht zugunsten fremdvölkischer Invasoren aufgeben muss. Kämpfen wir für eine Heimat mit gerecht bezahlten Arbeitsplätzen, um der tödlichen Abwanderung Einhalt zu gebieten. Kämpfen wir für einen nationalen Sozialismus. Mut und Entschlossenheit waren federführend in so vielen Biografien. Warum sollten unsere davon unberührt bleiben? Erst dann sehen wir ein, dass Tradition sich nicht durch Zwang und krampfhaft künstliches Ausleben in den erwachten Sehnen unseres Volkes manifestieren lässt, sondern nur durch die Gewissheit, lebhafter Teil eben dieser Tradition zu sein. Kulturnationen zeichneten sich stets auch durch ihre Kulturschaffer aus und nicht durch Konservative, die wie Kerkerwächter das geistige Leben und Erbe des Volkes im Stillstand bewachen wollen. Seien wir endlich, was wir sein sollen, Deutsche. Die Identität eines jeden Einzelnen erwächst zum Bewusstsein aller. Aus dem Ich wird ein Wir und aus der Gesellschaft eine Gemeinschaft. Nur Demagogen verlangen die Selbstaufgabe, willenlose Unterordnung und Akzeptanz. Wir verlangen die Selbstaufopferung, die Erkenntnis und Gestaltung. Denn morsch ist nicht nur das System, morsch sind auch die eigenen Reihen. Es gibt viel zu tun und wenig Zeit. Werden wir, was wir sind. Ich danke euch. Ein stolzes Schiff streicht einsam durch die Wellen und führt uns unsere deutschen Brüder fort. Die Fahne weht, die weißen Segel schwellen. Amerika ist ihr Bestimmungsort. Seht auf dem Verdeck sie stehen, sich noch einmal umzusehen, ins Vaterland, ins heimatliche Grün. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen. Es wurde heute schon erwähnt, dass der damalige schnöde Bundeskanzler Helmut Kohl
unserem Volk blühende Landschaften und Wohlstand verhieß. Viele der Menschen in unserem Land, gerade wo wir im Jahre 2011 angelangt sind, fragen sich mittlerweile, wo sind denn eigentlich diese blühenden Landschaften? Ich sage euch, Kameradinnen und Kameraden, ich kann die blühenden Landschaften sehen. Ich sehe sie heute dort, wo einst Häuser standen, in denen Familien lebten und Kinder groß geworden sind. Ich kann sie jeden Tag in meiner Stadt sehen, wo einst Plätze standen, wo Kinder spielten und diese mit Kinderlachen erfüllten. Ich sehe sie dort, wo unsere Mütter und Väter früher in den Fabriken gearbeitet haben, um ihren Kindern, uns, ihrer Familie, Brot und Unterkunft gewährleisten zu können. Gehen wir heute durch die Straßen unserer Stadt, so erblicken wir rechts und links verlassene Neubauschluchten, Ruinen, die den Wegesrand zieren und vor sich hin vegetieren. Die Zeiten des Kinderreichtums und der drei Kinderfamilien scheinen in Anbetracht dieser Tatsachen längst der Vergangenheit anzugehören. Wenn wir einen Ausflug in die Vergangenheit machen und uns vorstellen, dass die Menschen damals dieses Landes, die Menschen dieses Landes damals 1989 auf die Straße gegangen sind für Freiheit, Frieden, Wohlstand und Einigkeit unseres Volkes, und man heute uns erzählt, dass diese friedliche Revolution vollzogen wäre, so stellt sich für uns junge Kindergeneration die Frage, wo bitteschön ist diese heiß ersehnte Wende zu erblicken? Während man vor etwa 20 Jahren noch vor den Ständen für Bananen oder anderen exotischen Früchten anstand, stehen heute ganze Schlangen vor den Arbeitsagenturen. Wo damals unliebsame Bürger als Systemgegner verfolgt und verleugnet wurden, werden heute noch immer selbige bespitzelt. Und jeder von uns, der hier solche Veranstaltungen besucht oder nur es wagt zu denken, muss Gefahr laufen, seinen Arbeitsplatz zu riskieren. Die Nutznießer und Stasi-Beamten der damaligen DDR sind noch heute immer noch in diesem System zu erblicken. Ganz gleich, wo wir hinschauen mögen. Ob in den Landtagen, in den Parteien oder in der Polizei. Stets erblicken wir dieselben Kreaturen, die bereits schon Bekanntschaft mit unseren Eltern gemacht haben. Nein, wir sagen, dass dieses System keine Änderung erfahren hat. Es nannte sich damals demokratisch. Dieses System heute nennt sich auch demokratisch. Und ich sage es ganz offen aus, es ist auch demokratisch. Überall, ganz gleich, wo wir hinschauen mögen, werden die freien Völker dieser Erde mit den schönen Worten der Demokratie betäubt. Man erzählt ihnen, Demokratie bedeutet Volksherrschaft. Aber bitteschön, blicken wir in die Geschichte zurück. Die real existierende Demokratie, ganz gleich ob heute, gestern oder vorgestern, war niemals eine Volksherrschaft. Demokratie, zumindest die real existierende, kann keine Volksherrschaft bedeuten. Die Strippenzieher und Global Player haben damit ihre Religion entdeckt. Die heiß ersehnte Demokratie. Und ihr Gott ist der Kapitalismus, der die Völker ausbeuten und ausbluten lässt. Ganz gleich, wo wir hinschauen mögen. Alle Staaten, die sich als demokratisch bezeichnet haben, sind an sich selbst zerbrochen. Ganze Hochkulturen untergegangen. An Dekadenz, Kulturzerfall und Kinderlosigkeit dem Volksdruck entgegengegangen. Das Gleiche, sage ich euch, passiert auch gerade mit unserem Volk.
Die Volksrepublik Deutschland ähnelt einem Konzentrationslager, in denen Kinder an Wertlosigkeit verkommen und noch im Mutterleib zerstückelt werden. Der Mutterleib ist zum Schlachtfeld der Demokratie geworden. Hier gibt es statt Heimat nur noch einen Standort. Statt Familienfesten sind Schwule- und Lesbenparaden an der Tagesordnung. Und anstatt eine saubere Kinderpolitik zu betreiben, wirft man unser Geld im Kampf gegen rechts raus oder schenkt es gleich den Griechen. In euren Regionen, Aktionsgruppen, organisiert euch. Zieht die Jugend eurer Stadt heran. Schult sie und rüstet sie geistig wie körperlich für den Freiheitskampf unseres Volkes. Vernetzt euch mit anderen Gruppen und Organisationen. Werdet ein Teil des Widerstandes gegen den Kapitalismus und gegen den religiös-demokratischen Fanatismus und kämpft für die Freiheit unseres Volkes. Ich danke euch. Wenn wir also nach unserer Identität suchen oder von ihr sprechen, kommen wir nicht an der Verinnerlichung unserer gemeinsamen Weltanschauung vorbei. Denn nur sie und ausschließlich auf dieser beruht unsere Identität, liebe Freunde und Kameraden. Eingangs erwähnte ich, dass wir aufgrund unseres Alters und unserer weltanschaulichen Festigung verschiedenartig mit dem Thema betroffen sind. Die Kameraden der älteren Generation unter uns, jenseits der 50, der 60, haben durch lebensgemeinschaftliche Überlieferung oder eigene Erfahrung noch ihre Identität beruhend auf der gesunden sozialistischen Erziehung und Lebensvorbehalten. Diese Generation muss heute mit ansehen, wie all diese naturgesetzlichen Voraussetzungen für die biologische Wirklichkeit des Menschen und seiner Umwelt selbige abgezwungen werden. Sie begehen diesen Tag mahnend und im Gedenken an die Aufrechterhaltung all dieser wertvollen Güter. Die Kameraden meines Alters, welche zumindest in einem sozialistischen Staat aufgewachsen sind, hatten lediglich, in Anführungsstrichen, mit der Umerziehung in Sachen Nationalismus und Geschichte zu kämpfen, durften aber in wesentlichen Zügen noch erleben, was Sozialismus ist und was eine Volksgemeinschaft ist. Der Großteil unserer Bewegung und auch der Großteil der Teilnehmer hier heute besteht aus ca. 80% jungen Menschen, welche in eine geistige, identitäre und rechtliche Gefangenschaft hineingeboren wurden. Euer Volk ist die BRD, dessen Staat ist ein System. Seine Weltanschauung, das Diktat der Hochfinanz und des globalen Kapitalismus. Ihr, die heute in unseren Reihen steht, lehnt dieses System ab und steht für einen sozialistischen Nationalismus. Durftet aber weder den Sozialismus noch den Nationalismus direkt erleben. Ihr lebt genau wie unsere Vorfahren aus den Anfängen des vergangenen Jahrhunderts in einer Kampfzeit. Ihr kämpft um eure Identität gegen das System BRD und darüber hinaus gegen das System des globalisierten Kapitalismus mit seinen Institutionen wie EU, UN, NATO und diese Besatzerdemokratie. Das System BRD ist somit allgegenwärtig. Es umgibt uns, selbst hier ist es, an diesem Ort. Ihr seht es, wenn ihr aus dem Fenster schaut oder den Fernseher anmacht. Ihr könnt es spüren, wenn ihr auf die Arbeit geht oder einfach durch die Straßen eurer Stadt. Die BRD-Demokratie ist eine Scheinwelt, die man euch vorgaukelt, um euch von der Wahrheit abzulenken. Welche Wahrheit ist das?